So, liebe Freunde, wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder da. OXTV Folge 3. Heute Abend hier. Und ausnahmsweise mal an einem Samstag sind wir da. Ja, heute mal nicht die ganz Jungen, sondern auch die Elternherrschaften, die wir heute mal im OX filmen werden. Also was älter betrifft, wissen wir ja sowieso, hier im OX haben wir Samstag alles an Publikum, auch die ältere Generation. Also am Ende, im Endeffekt ist das dann von 18 bis 70, oder? Joel, ja? Ja, nee. Ja, gut. So, und heute Abend natürlich wieder einen super Gig am Start. Die Wenger Boys sind da, liebe Freunde. Und was das bedeutet, wissen wir alle. Die singen nämlich von der wunderschönen Insel, die ich so liebe. Und was ist das? Yeah, we going to Ibiza. Yeah. Hoffe ich übrigens auch, dass wir da dieses Jahr mal hinfahren, Joel, oder? Also wir müssen echt mal nach Ibiza, weil das ist ja hier. Leider noch ein bisschen kühl und frisch. Aber naja, gut. Der Abend wird wieder gigantisch. Es werden schöne Frauen auflaufen. Es wird eine super Party-Stimmung und let's go Party und alles. Das sind ja überhaupt die Themen, die Wenger Boys vertritt. Wir bereiten uns jetzt vor, wir gehen jetzt rein, schauen nochmal fröhlich in die Runde. Und dann der übliche Standardsatz für euch alle, OX, Freunde. Und die Party geht ab, yeah! Die Mädels frieren hier, ne? Oder ist kalt, oder? Du, dir ist kalt. Bisschen. Du shakerst so im Takt. Ja. Sie tanzt sich schon mal ein für Wenger Boys, ganz klar, weil und träumt von Ibiza. We go to Ibiza. Ja, genau. Boom, boom, boom. Du kennst aber einen Mensch, ein Mega-Fan, oder? 90er. Mein Jahrgang, deswegen. Oh, und bei dir? Ja, ich habe Alben von denen, also die sind cool. Wow, wir haben echte Hardcore-Fans. Das heißt auch, ihr seid natürlich vorne nachher an der Tanzfläche und geht mit ab, oder? Auf jeden Vollgas? Fall. Auf jeden Fall. Ja? Ja, ihr geht auch so ab, natürlich. Ne? Also das ist ja nicht so, also, ne? Also. Ja, und das werden wir nachher auch machen und dann sehen wir uns vorne an der Tanzfläche. Ja, so ist das. Ne? Vorher wird sich immer vorm OX getroffen und wird drüber geredet, wer am wenigsten trinkt und wer am schnellsten heimfährt. Ich weiß, das ist immer das Problem. Vor allen Dingen, aber ihr seid jetzt nicht speziell wegen Wenger Boys hier, oder? Oder? Ne? Aber kennt ihr? Ihr kennt Wenger Boys. Also singen auf jeden Fall. Echt? Yeah, we're going to Ibiza. Kennst du noch, oder? Das ist doch schon mal, Ibiza ist doch schon mal gut, oder? Sommer, Sonne, Sonnenschein, alles wird prima, fantastisch. Aber ihr kommt ja nachher noch rein, ne? Ja, wir wollen nicht mehr. Das ist ja. Demnächst kommt ja auch der Pocher, auch lustig, oder? Auch mal interessant. Ich kann nicht ganz leiden, denke ich. Ne? Ja, aber hör mal, das muss ja, das ist ja nur, wir machen ja hier nur Sachen, die die Mädels leiden können, damit viele Mädels hier sind, damit uns Jungs gut geht. Ja, ist er nackt, oder? Wir können ihn ja mal fragen. Ja. Aber wir haben hier Pink Ladies Night demnächst am 7.3. auch sehr gut, weil da bekommen die Mädels Massage, da sind Stripper, da sind Nagelstudio, da ist Beauty. Yeah. Da ist Freieintritt die ersten 2 Stunden, Freigetränke die ersten 2 Stunden, alles frei. Am 7.3. seid ihr da, ne? So, und was sagt uns das? Ihr werdet auch kommen, dann, weil dann sind viele Mädels hier, oder? Da können wir das, natürlich. Ja. In Wirklichkeit werden die auch Strip hier. Hat euch gefallen? Ging ab die Party, oder? Hat euch gefallen? Das ist allerwichtigste. Ja. Sie schämt sich ein bisschen. Gar nicht wahr. Muss aber gar nicht. Du bist so hübsch, du brauchst das gar nicht. War aber gut, oder? War okay. Oder? Ja, war sehr gut. Ja, ich hab's schon in der ersten Reihe gesehen am Abfeiern. Ja, muss. Geil, ne? Wann sind die Atzen hier? Am 14. sind die Atzen hier auch. Ja, geil, oder? Läuft. Mitfeiern, oder? Ja, klar. Und am 21. Olli Pocher. Ja.
ist doch alles klasse. Sehr gut, also sehen wir euch da auch wieder. Und auch deine Freundin in der ersten Reihe. Ja. Genau, Ochs und die Party geht ab, yeah. To have you here, this is absolutely amazing, great, and I mean, if we are talking about your song, like going to Ibiza, you're in the perfect outfit, because I mean, I was living and working in Ibiza, and this is almost like Ibiza, and so you are on tour now, and where have you been yesterday, or where's the tour going, or what is going on in this way? We are flying and driving and swimming all around the world. Yeah. we're on a European tour, so next week we'll be in Glasgow, Scotland, and then again in Germany. We have gigs in Holland and all over the world. I saw a video about Ireland. You have been there a lot of times. Yeah. No, I saw, and the crowd there is so great, you was telling, but here the crowd is great as well, and you will find out soon. Yeah, that's good, you know. I mean, this is the best for an artist if he's going on stage and the crowd is getting crazy and are going to tell you, here it will be like this. That's good to know, huh? We are looking forward to it. We love our German fans, we do. And honestly, you have some fans here tonight. I was talking to quite a lot of people who likes you and who are especially here tonight just to see you. And that's good, you know. Looking forward to it. Yes. So they're just here, not only because it's the night, they're here to see you. And that's good. And they will be crazy and everything will be fine. We love you. They love you. Okay, so the next gig, you told me you're going to be in Germany here on tour, but as well... We're going to be, the whole year, we're going to be in Portugal, in Slovakia, in Croatia, in Germany, in Scandinavia, and in Australia again. We're planning our tour in 2000. I mean, this is quite big, and the 90s are coming back, I have to say, huh? Mm-hmm. That's true, isn't it? I mean, where have you been in Germany already? I mean, in the last week? Everywhere, actually. Last week? No, last week's not so much. No? But the 15 years before. Yes, I know. I mean, but in the moment not. But it's nice to have you here anyway, and it's great, and the costumes are amazing. Thank you. I love so this much. Style. You look very cute yourself. No, you know, I'm from Ibiza, you know, so I'm always like this. Okay. I'm doing my best. Great to have you here tonight, and I'm going to see forward to see you on stage, and we'll have a great party, and thank you for having you here. Thank you so much. Wenger Boys on stage tonight. Thank you. So, meine Lieben, eine geile Party war es wieder. Die Wenger Boys live on stage, wie ihr gesehen habt oder jetzt gerade im laufenden Clip seht. Es war cool, tolle Leute hier, eine Mega-Party. Wir haben auch schon einige Impressionen eingefangen und ein paar Meinungen. Also allen hat es gefallen, die sind immer noch gut drauf und die ziehen wirklich noch eine super Party ab. Jedes Mal Hut ab von meiner Seite dazu. Jetzt werden wir erstmal eine kurze Pause einlegen, war Joel. Ja, aber nicht lange, weil nächste Woche geht's ja ab, dann ist hier Karneval ohne Ende, das ganze Wochenende, große Party im Ochs. Und dann nach die Woche haben wir unsere Pink Ladies Night hier. Und dazu schaut ihr einfach mal auf ochs-freudenberg.de nach. Da sind dann die ganzen Details auch präsentiert oder einfach auf Ochs Facebook. Da findet ihr es auch. Freunde, war schön, dass ihr wieder dabei wart. Ochs und die Party geht ab und zwar immer und immer weiter. Wir sehen uns bei der nächsten Folge hier. Ladies and Gentlemen, good night, everybody. Ich will abgehen, ich will Party, 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 Party.